Willkommen zurück zu Let's Play Metro 2033. Es ist inzwischen lange her seit dem letzten Set. Ja, ich war auf Studienfahrt und es war super. Danke der Nachfrage an alle, die es interessiert hat. Dann kam direkt nach der Studienfahrt, dass mein Headset gesponnen hat und da kam noch die Mischung aus im Moment gar keine Nerven dazu aufzunehmen dazu. Jetzt heißt es aber weiter mit Set 4, ein kurzes Set. Ich habe so geplant, 5 Parts aufzunehmen. Ich will halt langsam wieder reinkommen. Ich würde sagen, jetzt oder nie, fortsetzt. Okay, hier sind wir wieder. Ein bisschen zurückgeschlagen. Das liegt daran, dass, wie gesagt, ich hatte Probleme mit dem Mikro. Ich wollte schon aufnehmen. Ich habe auch knapp 20, 30, vielleicht 15 Minuten aufgenommen. Aber da die Qualität mir nicht gefiel, nehme ich das neu auf. Und ja, ein bisschen von dem, was kommt, kenne ich schon. Und ich musste auch die letzten Savegames löschen und von dem Punkt aus, wo wir das Kind gefunden haben, gerade nochmal neu spielen bis hier. Deswegen werde ich jetzt mal Munition umtauschen. Damit ihr seht, wie viel Munition ich jetzt habe. Das ist der falsche Händler. Damit ihr seht, wie viel Munition ich jetzt habe. Ich habe mich durchgekämpft, ohne einmal zu schießen, einfach mit dem Messer. Ja, wir wollen verkaufen. Wollen wir verkaufen? Nein, wir wollen kaufen. So. Ach, Linksklick. Ich drücke die ganze Zeit Enter. Ja, wir werden mal bis 40 runtergehen, damit wir genug Munition haben. Okay, wir verkaufen aber auch noch diese Teile. Ihr wisst warum. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Guter Deal. So, jetzt geht's raus. Hallo. Leute, ihr seid verrückt. Und jetzt wird's laut. Mach schon. Okay, die Oberfläche. Ich weiß gar nicht, ob man mich hört. Ich muss jetzt gleich erstmal den Sound testen. Naja, die Oberfläche. Ich ging wieder nach oben, in die finstere Welt des postapokalyptischen Moskaus. Ich wurde in der Lochstation vor einer neuen Gruppe Faschisten an der Oberfläche gewarnt. Aber ich wollte den letzten Wunsch des toten Kommandanten erfüllen und seine Nachricht zur Polis bringen. Okay, unser neuer Auftrag, die Nachricht zur Polis bringen. Lad schneller, ich schneide die Ladezeit eben raus. Okay, es geht weiter. Wir ziehen uns direkt eine Gasmaske über, denn hier ist alles. Okay, wir gucken uns gut um. Hier liegt zur Not noch eine Gasmaske. Können wir den Filter nehmen? Nein, war ja klar. Was hast du dabei? Mund. Mund, 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 Mund. Gefällt mir. Sogar Militärmund. Wir machen das Licht aus. Die Leiter runter! Wie gesagt, ich kenne dich schon ein bisschen, aber nicht allzu viel. Scheiße, verdammte Fledermäuse! Bewegung, einer nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf! Man hört schon, hier sind irgendwo irgendwelche Typen, aber die sollen uns nicht wirklich stören. Ja, durch das Haben Wasser ist Sie keine Ihre gute Idee. Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Klar, klar. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Okay, hier sind auf jeden Fall jede Menge Gegner. Ja, wir lauern hier einfach mal rum. Sollen wir in den offenen Kampf gehen? Ich glaube, ich warte noch auf eine günstigere Position. Jetzt wäre eigentlich optimal eine Granate. Busch, ja, leck rum. Ja, es leckt alles. Tut mir leid dafür, Leute. Ja, brrr, ein feindlicher Speer. Oh Gott, was ist das? Die sind alle in einer Linie gewesen. Ich glaube, Artyom geht es nicht gut. Oh, der Leck hat mich voll außer Fassung gebracht. Oh Gott, das ist genau wie mit Crisis. Ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt. Irgendeine Aktion, die vorher noch nicht passiert ist, die passiert und alles leckt. Ladezeit rausschneiden. Okay, erstmal wieder von vorne. So, Gasmaske an. Hey, Gasmaske an, sagte ich. Der hat also gequicksaved, das ist gut zu wissen. Und mir wurde gesagt, meine Uhr zeigt mir die
wie heißt das, die Uhrzeit, die gerade bei mir ist, an. Falscher Knopf. Um ehrlich zu sein, das stimmt sogar. Ich wollte gerade. Ich finde den Knopf nicht für die Uhr. Ich glaube, T war. Auf jeden Fall, das stimmt. Also von daher, na, wir machen das Licht aus, damit wir nicht so auffällig sind. Okay, hier ist alles nass. Gehen wir da rein, macht's platsch und man hört uns. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Da oben ist irgend so ein Streuner. Ich habe vor, die abzufangen, egal wie. Ich denke, die haben jede Menge Mun dabei. Am besten wäre ja noch mit einer Granate, oder soll ich es riskieren, einfach mal zwei zu werfen? Guck mal, wie viele das sind. Ich muss die werfen. Bitte treff, bitte. Ach, wie langsam die Dinger fliegen. Das ist nicht mehr schön. Okay, ich hoffe, ich habe was getroffen. Nein, keinen einzigen. Hinüber mit dir. Bäh, der ist da platt. Nicht gut. Ach so, das ist eine Wand. Lass mal. Medikit. Ich glaube, das mit dem Durchballern funktioniert nicht. Das Problem ist, über uns sind ganz viele Gegner, so wie es aussieht. Gefehle. Die zweite. Nee, die dritte, glaube ich. Die Leiter runter. Licht aus. Aber ich finde meine Idee mit der Granate Scheiße, wirklich nicht schlecht. Fledermäuse. Bewegung, einer okay. Nach dem anderen. Es ist alles mit Eis bedeckt. Passt also auf. Vielleicht können wir uns hier drin verstecken. Dann warten wir, bis die vorbei sind, wenn sie überhaupt vorbeigehen. Haben Sie Ihre Ausrüstung, Truppführer? Wenn ich Sie von der Luftschleuse holen muss, trete ich Ihnen in den Arsch. Verdammt. Ich habe gedacht, vielleicht können wir da hoch. Ich meine, ich habe Sie nicht vergessen, Herr Offizier. Die müssen doch... Ja, da sind sie. Am besten wäre ja, wenn sie alle in einer Reihe auf mich losgehen, weil dann könnte ich einfach mal durch die Köpfe durchgehen. Also mit den Kugeln. Aber so ist das echt mies. Wenn ich hier umgehen könnte, wäre das natürlich auch optimal. Okay. Passen auf, wo wir hingehen. Gehen wir das nochmal durch. Wir haben maximal 15 Minuten, um die Luftschleuse zu öffnen. Schaffen wir es nicht, ziehen wir uns zur Basis zurück. Oh, perfekt. Ich habe darüber nachgedacht, ob perfekt. Wir sie sprengen können. Ich kann's nicht sein lassen, Leute. Das war perfekt. Wenn jetzt keiner von denen gestorben ist, dann kann ich mir auch nicht helfen. Aua, Forrest Gump. Wenn jetzt keiner von denen gestorben ist, das wäre unglaublich. Ich weiß, dass da oben einer rumlungert. Den haben wir eben gesehen. Der ist nicht mit runtergekommen. Jetzt wissen sie, wo wir sind. Das war schlecht. Ja, ich hieß ja... Du weißt schon was. Eine neue Öffnung. 16 Kugeln noch. Die standen perfekt. Wieso lebt ihr alle noch? Das geht gar nicht. Was sind denn das für Granaten? Die können ja gar nichts. Achtung, jetzt laufen sie wieder alle weg und ich treffe keinen einzigen. Ja, wieso schieße ich ihm nicht ins Gesicht? Die verlieren alle nur Helme. Ich treffe nicht den Kopf. Da war einer hinter dem Zaun. Bleib stehen. Bleib stehen. So, den habe ich.